und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem DLC Rise of the Republic. Ingenieure entsenden. Die Massilia sind dankbar und sagen dies mit einer beachtlichen Belohnung. Allerdings fehlen Männer, um die Minen und Werkstätte ordnungsgemäß zu betreiben, sodass die Wirtschaft Schaden nimmt. Unzureichende Arbeiter für 4 Runden, minus 10% Wohlstand und Schatz. Die haben uns 4000 gegeben dafür, dass wir vor 2 Runden denen Arbeiter geschickt haben. Ja, damit kann ich leben. Gut. Dann erobern wir mal das zurück. So. Das machen wir auch. Hier ist bei den. Oh, meine Militärtradition ist immer super. Hier haben wir schon mal Geschossschaden. Angriffsbonus und Bewegungsreichweite sind wundervoll. Das dann natürlich auch. 12 Nahkampfangriff und Nahkampfabwehr. Angriffsbonus. Ja, ist auch gut. So. Jetzt mache ich hier Nahrung. Da oben, wie sieht es denn da jetzt aus? Da kann ich ziemlich was ausbauen. Minus 2 öffentliche Ordnung, 4 Nahrung, 100 Wohlstand und 60 Wohlstand plus. Ja, okay, dann. Ich mache den da. Minus 1 Nahrung, das geht in Ordnung. 4 Nahrung. Ich will mal Wohlstand durch lokalen Handel, Zolleinnahmen. Ich mache Rang für Spione, Korruption, öffentliche Ordnung, Steuersatz. Warte mal. So, hier Wohlstand, öffentliche Ordnung, Circus Maximus. Ja, der muss natürlich in Rom rein. Dafür brauche ich, glaube ich, Wein. Achso, das habe ich ja, glaube ich. Durch lokale Korruption. Haben wir hier nichts für. Okay. Wir haben hier nichts für Forschung. Das ist schade. Da mache ich doch lieber. Hier haben wir die Forschung. Okay, dann machen wir hier, genau. Öffentliche Ordnung brauchen wir gerade nicht. Ja, ziviler Hafen ist auch in Ordnung. So. Dann gehe ich mit dir auch mal Richtung hier hin. Mit dir auch. Davor brauche ich ja keine Angst zu haben. Oder? Warte. Okay, also. Okay. Warte mal, komme ich mit dem da hier hin? Ja. Okay. Weil hier habe ich ja bis jetzt keine Garnison. Das ist nicht so gut. Also erst in 4 Runden habe ich hier wirklich Garnison. So, anheuern. So. Dann segel ich nächste Runde mal Richtung Balaria. Das klingt ja nach einer Krankheit. Und deswegen muss ich die ausmerzen, ne? Ist doch ganz klar. Dich habe ich schon gezogen. Minus 2 Korruption. Warte, das baue ich um in den Gelge. Dafür brauche ich den da. Und wann kann ich Circus Maximus bauen? Markt. Okay. Das kann ich wahrscheinlich dann einfach so, wenn ich Wein habe. Habe ich Wein? Ja, ich habe Wein. Wo habe ich Wein? Da oben habe ich Wein. Da habe ich Wein. Super. Ich will auf jeden Fall den Circus Maximus bauen. Einfach so, weil ich es kann.
Serverbericht. Interessieren ermutigte Bevölkerung. Das ist doch schön. Trotzdem minus 1. Siedlung erobert. Schiff gebaut. Gut. Dann duse da. Du gehst weiter. Duse da. Gehst Richtung Karthago. Du gehst weiter hoch. Du machst mal den hier. Und stiehlst hier schön. Du kannst nichts mehr machen. Und weiter. Wunderbar. Da bin ich mal gespannt, wie lange wir brauchen, um die Inselgruppe da zu erobern. Und vor allem die Germanische Konföderation, die scheint doch ziemlich groß zu sein. Eieiei. Warte mal, was ist da gerade passiert? Was habe ich da gerade gesehen? Die römischen Rebellen wurden vertrieben von einer anderen. Rang erhöht, Agent wurde entdeckt. Massilische Händler profitieren. Nach der Entscheidung, Güter aus Massilia bevorzugt zu behandeln, überschwemmt diese den Markt. Das hat zwar seine Vorteile, doch viele Kaufleute, die nicht aus Massilia kommen, sehen sich gezwungen zu gehen. Massilia Handelseinfluss plus 4. Schatzkammer 3000. Minus 5% Zolleinkommen durch Handelsabkommen plus 15 Wohlstand. Okay. Also so kacke ist das gar nicht. Warte, du machst jetzt mal hier aus und holst dir nochmal hier. Oh nein, warte mal. Ich komme hier nicht rüber, oder wie? Wie muss ich denn... wie komme ich da hin? Ich muss doch hier hinkommen. Ich muss außenrum. Aber das Problem hatten wir doch schon mal, oder? Kann das sein? Das kann leider sehr gut sein. Und die da. Sind gerade nicht sehr toll da. Krieg erklärt. Neapolis und römische Abtrünnige. Okay, ich schau mal kurz, was hier passiert ist. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Aber andererseits könnte man... Warte mal, die mögen mich ja total, gell? Naja, nicht ganz total. Vorsichtig, verlässlich. 400 bekomme ich pro Runde. Okay, aber Neapolis, weiß ich nicht. Muss ich dann nochmal überlegen. Ihr habt die Mühe auf euch genommen, zu mir zu kommen. Ja. Wir haben eine Abmachung. Lasst uns nun zu den Feierlichkeiten übergehen. Ja, sehr gerne. Das gefällt mir auf jeden Fall nicht so gut. Na. So. Hier oben. Wie gesagt, brauche ich noch nicht. Das da könnte gut sein. Das da könnte auch gut sein. Warte, dann... Ach, ich habe vergessen, die beiden hochzuleveln. Ach, bin ich doch.
Stupido, stupido. Dann grade ich die mal ab und gehe mit denen nach Hause und ja, das war's dann gleich. Zuerst sie, schau die hinten, ja, aber die kann auch nicht hier hin. Entschuldigung. Ah, ich kann da gar nicht hin. Barmherziges Weib. Wie das schon klingt, ne? So. Dann du. Hast ein Level up, weil du auf See gehst, okay. Attentat. So. Du gehst weiter Richtung Norden. Du machst den hier. Du machst nichts. Gut. Vielleicht müssen wir Neapolis doch übernehmen. Den Krieg erklären. Die waren halt so lange unsere Verbündeten. Das wird interessant. Das wird interessant. Was geht denn mit der Konföderation ab? Ach, jetzt plündern die. Die plündern jetzt uns. Oh Gott. Na? Was ist los? Elendsviertel. Was? Oh. Nahrungsmittelknappheit, Weinlieferung, Wein für jede Regierung. Okay, überall haben Menschen ihre Gläser, um die Weisheit des Herrschers zu loben. Ah, das habe ich da vergessen. Oh, wie doof. Wie dämlich. Ah, und hier haben wir auch schon Wein. Ja, super. Wen haben wir verloren? Den da, ne? So einen Typen. Ich nehme den da für die Flanke. Dann geht's hier weiter. Was bist du denn für ein Quarkopf? So, jetzt mache ich es automatisch hier. Noch einmal. Super. Fraktion zerstört. Sehr gut. Die sind auch noch nicht ganz so gnädig drauf. Und dahin. So. Versorgung sabotieren. Erfolgreich. Das ist doch mal schön. Wer ist das denn? Söldnerläufer. Sie müssen näher an ihre Feinde rankommen, zerschmettern dabei aber jegliche Schädel. Okay. Okay, interessant. Tritt Krieg bei, Bau auch geschlossen, Schiffsbau, bla bla bla. Jetzt können wir ja da, den da, ja, müssen wir eigentlich nicht. Du bekommst noch, nee, du bekommst, Tradition bekommst du doch. Nahkampfangriff, genau, aber das da bekommst du nicht. Bewegungsreichweite, Infanterie,
Rüstung. Moral, öffentliche Moral. Forschungsrate. Da machen wir dich zum Forscher und stecken dich einfach da rein. So. Du bist gegangen, du wirst noch gehen, du bist noch nicht gegangen worden sein. Passt. Ja, der bekommt auch nichts. Drücken! Njam, njam, njam. So. Nächste Runde schauen wir mal. Ah, ich habe schon wieder die Politik vergessen. Immer diese Politik. Diese Politik. Alter, der hat gerade eine Fullstack platt gemacht, oder? Oder sah das nur so aus? Auf jeden Fall muss ich mit mindestens zwei Fullstack-Armeen hochgehen. Damit ich irgendwas machen kann da. So, Rang erhöht, Verschleiß. Okay. Noch ein Trick zum Beispiel, wenn man keine Nahrung mehr hat, dann kann man einfach die Armeen zu Wasser lassen und dann vergesst das, was ich sagen wollte. Das stimmt nämlich nicht. Das zählt nämlich nur, wenn... Oh, super. Das zählt... Alter, was ist denn da los? Das zählt nämlich nur wirklich, wenn... Nee, oder der blockiert es jetzt nicht. Alter, was für ein Popel. Was für ein Popelkopf. Dann kommst du halt noch dahin. Genau, das ist ja nämlich nur bei der Garnison, also bei der Flottengarnison. Die haben nämlich dann... also Wachstum brauche ich gerade nicht. Plus 8 und Forschungsrate. Gut. Genau, die Schiffe in der Garnison haben nämlich keinen Verschleiß. Nur so viel. Dazu. Wie wäre es mit Manufaktur? Ja. Dann brauche ich eine Manufaktur. Gut. Uiuiui. Entschuldigung. Die bekommen noch was. Die ist ganz neu hier. Dann mache ich mal stehlen. Super. Und warte. Sichtfeld, Geheimaktion, 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 Sichtfeld, zwei Geheimaktionen. Und du stehst mal. Du machst nichts und weiter geht's. Und wieder die Politik vergessen. Ah. Super. Da passiert halt immer so viel. Ich muss noch entscheiden, was ich nach dem Let's Play mache. Also gerade... Okay... Gerade ist nämlich so, dass ich Makedonien angefangen habe. So zu spielen wie Alexander der Große. Und... Also Rom wird noch lange dauern, Epirus werde ich nicht mehr so lange machen. Und dann ist halt so die Frage, was danach kommt. Also wenn ihr irgendwie Wünsche habt oder so, dann sehr gerne ab in die Kommentare. Kann auch total was anderes sein. Zum Beispiel weiß ich nicht, ob ich Anthem, also von EA spielen soll. An sich würde mich das voll interessieren, aber nicht, wenn ähm,
Aber nicht, wenn man da die ganzen anderen Spieler sieht. Also ich habe gehört, dass man das Spiel, also für die, die nicht wissen, was es ist, das ist so ein, ja, so ein Open-World-Spiel, wo man mit so mehr oder weniger so ein Iron Man-Suit rumfliegt und Monster killt und so eine Mischung aus Destiny 2 und Diablo, also quasi auch mit Loot und so weiter. Und das sieht sehr geil aus, aber ich mag es nicht, wenn ich solo das Spiel, also ich bin eher so ein Solo-Spieler, muss ich ehrlich zugeben. Und ich mag nicht, dass wie bei Star Wars The Old Republic, es ist ein hammergeiles Spiel. Also die Geschichte ist ultra gut. Aber was mich da stört, ist wirklich, dass man die ganzen anderen Spieler sieht. Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Also ich weiß nicht, ob bei dieser Reihe oder bei dieser Let's Play-Reihe oder bei einer anderen. Und das ist halt dann, ja, das stört für mich, ja, die Atmosphäre, weil wenn da jemand zu dir kommt und dich voll heult, das irgendwie so, oh nein, da sind voll viele Monster und die greifen mich an. Und dann im Hintergrund sieht man schon, wie halt 1000, also jetzt übertrieben gesehen, Tausende von ja, Spielern die ganzen Monster platt macht. Und du musst dann halt wieder ein paar Stunden warten, übertrieben gesehen, ja, dass du halt die Quest fertig machen kannst. Und das nervt halt immer so. Oh, ich hab mich dran gehalten. Genau, und das stört mich halt. Und ich hoffe wirklich, dass es nicht so ist. Yay, treue Ehefrau. Und sie jetzt? Giftmischender Ehemann. Das passt nicht so. So, treue Ehefrau halt. Das heißt, sie wird befördert. Super. Du bekommst noch keine Frau. Du bekommst auch noch keine Frau. Okay. Alles klar. Wie sieht's denn aus? Wer mag mich? Wer hasst mich? 2 und minus. Oh, Armenier. Okay. Minus 21. Okay, warte, dann schaue ich mal die Ziele. Beherrscht 7 Provinzen entweder durch direkte Besitz oder über Klientelkönigtum und Militärbündnis. Aktuell habe ich 3. Okay, 7 Provinzen. Okay, halte der Handelsbeziehung habe ich. Halte der 6 Einheiten des Types Zenturien. Ja, okay, das ist ja easy. Ultimative Ziele. Haltet folgende Siedlung. Beherrscht 60 Siedlungen entweder durch direkt oder Klientel oder Militär. 15. Echt so wenige. Aber mit dem da oben haben wir, glaube ich, bis jetzt nur defensiv und kein Militärbündnis. Beherrscht 6 Provinzen. Okay, da haben wir. Okay, da drüben. Das da. Da unten. Entrüger und. Okay. Okay, also da muss ich dann nochmal. Genau, nochmal weiter forschen einfach. Gut. Dann würde ich sagen, wäre es schon wieder soweit. Genau. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir taugt es schon ziemlich. Also, auf jeden Fall werde ich weitermachen. Und mal schauen, welche Spiele dann in Zukunft noch kommen werden. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.